so, als hätte ich je ein echtes Leben gehabt. Dafür bin ich Ihnen dankbar. Samia. Der Apollo-Transit ist offen. Sobald Sie im Kern sind, wird er mit Ihnen sprechen. Was haben Sie für mich getan? Ich wollte, dass Amanda Ripley endlich einen Schlussstrich ziehen kann. Ricardo, der Haupteingang ist versperrt. Irgendeine Idee, was ich jetzt machen soll? Ich kann Sie nicht hören, Ripley. Ihr Signal ist zu schwach. Ricardo? Verdammt. Falls Sie mich hören können, finden Sie einen anderen Weg, um Kontakt herzustellen. Etwas stimmt nicht mit meinem Hörer. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zurück zu Alien Isolation. Ja, ich habe meine letzte, Aufnahme verkackt. Ich habe wieder mal vergessen, den Ton zu starten. Deswegen habt ihr jetzt vor diesem Anfang eine kleine zusammengequetschte Sequenz aus ein paar Ausschnitten aus der Folge, was halt passiert ist, damit ihr auf dem Laufenden seid. Wir haben Samuels verloren. Er hat sich ja für uns geopfert. Und ja, wir wissen jetzt schon, dass dort hinter dieser Tür ein Android wartet. Und wie ihr auch wisst, haben wir all unsere Waffen abgegeben. Also werden wir den Typen, wir können ja nochmal eben basteln hier, wo wir schon dabei sind. Wir haben ja hier einfach genug. Werden wir den mit einer Rohrbombe begrüßen. Was haltet ihr davon? Ricardo, der Haupteingang ist versperrt. Irgendeine Idee, was ich jetzt machen soll? Ich kann Sie nicht hören, Ripley. Ihr Signal ist zu schwach. Ricardo? Falls Sie mich hören können, finden Sie einen... Ist er jetzt gestorben? Etwas stimmt nicht mit meinem Hörer. Was? Juhu! Das macht Spaß! Das macht Spaß! Oh, Mist! Wir haben leider nicht genug Material, wie ihr sehen könnt, um neue zu basteln. Aber können wir noch was anderes? Molly? Schade. Hier fehlt uns überall Zeugs. Na. Können wir schon mal ein bisschen vorbereiten und uns mit dem Molly ausrüsten. Falls hier nochmal so ein Typ kommt. Keine Waffen, das ist echt ein Witz. Echten. Was ist das? Oh, eine Gasmaske. Nice. Kann ich die hier irgendwo auswählen oder habe ich die automatisch auf? Dann können wir ja wahrscheinlich jetzt da auch durch. Schade, dass die erste Rohrbombe nicht getroffen hat. Apollo, dann hätten wir uns die nämlich gleich sparen können. Spedding, etwas Verrücktes ist gerade passiert. Sevastopol ist... Oh, sorry, Leute. Es gibt einen Käufer. Nur Wochen, bis der Laden komplett auseinandergenommen wird. Und auf einmal drehen die sich um 180 Grad. Nach all den endlosen Präsentationen und sind die Verhandlungen wohl auch nicht auf Eis gelegt worden. Jemand im Firmenhauptquartier musste einfach nur mit den Fingern schnipsen. Wir haben soeben eine Bestätigungsnachricht erhalten. Und da Apollo gerade ein neues Betriebsregelwerk empfängt, ist der Vertrag wohl unter Dach und Fach. Kenntnis hier drüber nur auf Verwaltungsratsebene bei Bedarf, bis die Anteilsinhaber Bescheid wissen. Beförderung, wie? Ich habe gar nicht zugehört. Ich hoffe, ihr. Oh Mann! Mit Q muss ich heraus. So, jetzt haben wir das ausgemacht.
Und ich hoffe mal... Wo müssen wir überhaupt lang? Man weiß es nicht. Hier haben wir noch eine neue... Gucken wir einfach mal, was es hier Spannendes gibt. Fehler. Keine Audio. Hier haben wir was. Schalter. Oh, hier ist noch ein Schalter. Cool. Ah. Alles klar. Hui, der Molly irritiert mich ein bisschen. Muss ich sagen. Es ist ein bisschen unheimlich hier, muss ich sagen. Das Geräusch verursacht Gänsehaut. Ich glaube, hier um die Ecke ist er. Wir werden ihn abfackeln. Ah. Nein, ich habe mich... Ja. Ich habe mich selbst getötet. Prima. Ja, meine Lieben. Willkommen nochmal zurück. Da ist mir doch glatt nochmal eben das Spiel abgestürzt. Der Haupteingang ist gesperrt. Und jetzt habe ich einen Fehler begangen. Ich kann sie nicht hören, Ripley. Ihr Signal ist zu schwach. Bitte? Verdammt. Falls Sie mich hören können, finden Sie einen anderen Weg, um Kontakt herzustellen. Ach, Mann! Mann! Gar nichts wirst du! Scheiße! Ach komm schon! Mann! Sowas Blödes. Sowas richtig Blödes. Jetzt gehen wir gleich erstmal basteln. Ah! Wo kommt denn der jetzt her? Mann, ich bin hier noch im Inventar. Ganz ehrlich, du kriegst gleich... Ich gar nichts werde. Hier. Oh. Ja, willkommen zurück. Wir basteln als erstes an unseren... Sachen hier werden eine Rohrbombe herstellen. Und ich frage mich, wo dieser zweite Spasti hergekommen ist. Der hat mich ein bisschen erschrocken. So. Ricardo, komm her. Ja, komm. Komm. Ich kann sie nicht hören, Ripley. Ihr Signal ist zu schwach. Ricardo. Wie kann der denn eine Rohrbombe überleben? Und Mollys sind scheiße. Was machen wir denn jetzt? Das ist ja alles hier Mist. Ja. Kein Plan, nehmen wir halt mal das. Erstmal holen wir uns hier wieder die Gasmaske. Kommt der andere schon? Ganz ehrlich, das... Mach das auf. Ha! Ach, ich helfe dir, ich helfe dir. Hier. Ich muss mal ganz schnell weg eben hier. Nein, ist egal. Komm, 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 komm. Wir hauen erstmal ab. Nein. Nein. Ich glaube nicht, dass du weißt, wo ich bin. Das ist doch eine Hackfresse, ist das doch. Schlag ihn noch mal! Du wirst dich doch auch noch mal anders wehren können. Hier! Was ist denn mit Nahkampf oder so? Nee, also das ist nicht wahr. Schon wieder. Wir werden jetzt hier elendig wieder verrecken. Wegen diesen Mist...
teilen. Komm, lauf durch. So, jetzt warten wir auf ihn, bis er kommt. Und dann wird er den Molly jetzt zu spüren bekommen. Und ich hoffe, wir... Ja, komm her. Na, komm. Ja, es ist, freut mich für dich. Du wirst gleich nicht mehr überleben, Kollege. Hier, noch einer. Drei Mollys. Drei. Leute, drei Mollys. Ich weiß, wir können nichts, aber ich kann hier ja schon mal vorbereiten. Scheiße, ey. Ganz große Scheiße ist das jetzt. Ja, wir machen erstmal diesen Gaskack aus. Und, gut, die Frage ist, ob wir jetzt nochmal da hinten... Ich guck gleich nochmal eben auf die Karte. So, der Kram ist jetzt erstmal weg. Nee, wir müssen hier schon lang. Nur was machen wir mit dem Androiden, der gleich kommt? Das ist die Frage, ob die auf Elektroschocker reagieren. EMP ist egal. Ich höre schon wieder Schritte, ne? Oder? Na? Willst du noch einen? Hier! Mann! Oh, ey, ich hasse diese Kackteile. Super. Jetzt bin ich tot. Jetzt bin ich tot. Nee, und ich will jetzt auch nicht mehr. Ich will jetzt auch nicht mehr. Ich gehe hier in den Schrank. Die Schnauze voll, sollen diese Dinger doch machen, was sie wollen. Und vielleicht probiere ich es in der nächsten Folge nochmal. Bis dann, ich freue mich auf euch. Tschüss, eure Snackball.